ich sag mal, die Lage in Stuttgart, das ist ja, das, was jetzt passiert ist, ist ja eigentlich die Konsequenz aus den letzten Jahren schon, muss man sagen. Unterschiedliche Vereinspräsidenten, Sportdirektoren, Trainer, unterschiedliche Konzeptionen. Also, dass das irgendwann mal schief gehen muss, das war ja fast zu erwarten. Und ich glaube, dass dann zum Ende der Saison sehr viele Dinge einfach falsch interpretiert worden sind. Wenn man so ein paar Wochen mal zurückgeht, da waren die Zehnter, hatten 7 Punkte vor Hoffenheim, die waren Vorletzter. Da war man sich, glaube ich, zu sicher. Dann ist man, hat man 4 Tage freigegeben über Ostern, dann ist man ins Trainingslager nach Mallorca gefahren. Also viele falsche Signale auch an die Mannschaft gesendet. Es gibt viele Spieler, die sich mit neuen Vereinen schon beschäftigt haben. Das Thema Didavi schwebte da immer, dann Kostic. Man hat die Abgänge nicht verkraftet, von Antonio Rüdiger insbesondere in der Innenverteidigung. Die Neueinkäufe haben nicht so funktioniert. Also es ist ein ganz komplexes Thema und ich glaube schon, dass es an der Zeit ist, da auch mal wirklich mit dem Besen durchzugehen, auch vielleicht innerhalb des Clubs Zöpfe abzuschneiden. Ob dann die neuen handelnden Personen, Karl Allgöwer, der keine Erfahrung in Vereinsführung und so weiter hat, auch im Fußballgeschäft ja nicht tätig war in den vergangenen Jahren. Ob das dann die richtige Entscheidung ist, kann ich nicht beurteilen. Aber zumindest steht der VfB vor einer ungewissen Zukunft. Hört sich alles sehr planlos an und hoffnungslos, Piet. Ja, vor allem muss jetzt erstmal geklärt werden, was mit Dutt passiert. Dutt hat ja einen einsamen Was ist deine Empfehlung? Ist, ja, also er hat ja noch nirgendwo Erfolg gehabt und hat das dann nochmal beim VfB Stuttgart bestätigt. Also weg. Ja, auf jeden Fall. Der Verein scheint selbst von der obersten Spitze vom Aufsichtsrat derzeit überhaupt nicht handlungsfähig zu sein. Und Robin Dutt wird auch heute diesen Tag im Amt überstehen, weil, so wie man aus Stuttgart hört, auch gar kein Gremium vorhanden ist, was ihn entlassen könnte. Also die Struktur in dem Verein ist, glaube ich, von ganz oben inklusive des Aufsichtsrats über den Vorstand. Gut, dem Trainer ist die Entscheidung quasi von selbst gefallen durch den Vertrag. Da musste man keine Entscheidung fällen. Da muss ganz viel passieren. Also natürlich sind Fußballvereine heute auch Unternehmen und beim VfB geht es um Ausgliederung, es geht um Prozesse, es geht um viele Dinge, aber das Kerngeschäft ist und bleibt der Sport. Und sie haben sehr große Hoffnung in Robin Dutt gesetzt, der auch am Ende der letzten Saison in einer Pressekonferenz zum Rundumschlag ausgeholt hat in Richtung Vergangenheit. Alles auf die Karte Alexander Zorniger und eine gewisse Spielidee gesetzt hat und ist damit am Ende gescheitert. Und deswegen glaube ich nicht, dass es für ihn weitergeht.